So, hallo, willkommen zurück. Wir sind immer noch im Gefängnis. Wir gehen nicht über los und ziehen keine 2000 Dollar. Ich bin halt irgendwie gut drauf. Bislang passiert nichts. Oh nein, das war nicht die Stelle, die ich meinte, die nicht getriggert worden ist. Genau darauf haben wir gewartet. Eine Frau, die nicht unsere Sprache spricht, möchte uns etwas mitteilen. Aber wir haben das Wichtigste verstanden. Ja, ich bekomme den Hinweis zu speichern. Schaden kann es nicht, denn ich glaube, jetzt wird es mich interessant. Und zwar, das Kleinere ist Catherines oder Katharinas Tagebuch. Aus Zeitgründen werde ich nicht den kompletten Text vorlesen. Ah, komm! Genau. Das ist ein komischer Bug, den ich bei zwei, drei Spielen habe. Bei älteren Spielen. Ich schreibe. Aus dem Gefängnis? Ich schreibe kurz aus dem Gefängnis. Gehen wir gehen. Wo gehen wir denn hin, Jürgen? Moment. Genau, sie hatten. Genau, ja, genau. Gehen hat so einen netten Götterkomplex. Das wissen wir aber alle schon. Es ist halt ein Tagebuch, ein kleines Tagebuch. Dürfte ein bisschen komisch sein zum Schreiben, aber okay.
Gott, das ist viel Text. Ich hab das gar nicht so lange in Erinnerung. Aber dafür ist es schön detailliert. Das war nicht. Bing. Man könnte aus den ganzen Mistbüchern, also aus den Büchern im Spiel quasi auch schöne Audiobücher machen. Myst 4 Revelation gibt es ja die lustige Funktion, da kriegt man so einen blauen Stein, mit dem man sich Bücher vorlesen lassen kann. Ich finde es immer sehr lustig, weil es gibt Leute, die da ein bisschen abgeschreckt werden, wenn sie lesen müssen. Ich kenne einige, die deswegen sagen, Myst, muss ich so viel lesen. Aber das macht halt einen Teil der Erfahrung aus. Es ist wie Leute, die Ego-Shooter spielen und sich aufregen, dass das so viel rumgeschossen wird. Unlogisch. Ich kann auch mal den Neugierigen und Myst vielleicht kennen oder so unter euch mal empfehlen. Es gab Uhu, was eigentlich kurz ist für You Are You, also du bist du. Ja, gut, Uhu an sich war Offline-Spiel, aber es hatte auch Online-Teile, sprich Myst Online. Jetzt gibt es quasi eine kostenlose Version davon, die heißt, glaube ich, MOUL, also Myst Online Uhu Live, again oder so ähnlich. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Und sehr empfehlenswert. Die Entwickler, also Cyan, hat dann quasi. Ah, genau, hier ist nämlich nochmal etwas, was ich brauche. Das war. Okay. Nächste Seite. Gut, da. So, was will ich? 2, 1 bis 5. Später neu starten. Genau 5. Und das ist was war ich? Mit sub 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 sub. Ja, hab mir gerade eine kleine Zeichnung angefertigt, deswegen dann brauche ich das nachher nicht nochmal nachschlagen. Das braucht man dann zum Schluss im Spiel, braucht man das nochmal. Viel Text, also ich bin gerade wie überrascht, ich habe gar nicht in Erinnerung, dass es so viel Text hat. Genau. Ich weiß noch, wie Atreus in sein Tagebuch schrieb, als ich in die Kluft fiel. Richtig. Wurde mir augenblicklich klar, dass das Buch nicht wie
geplant zerstört werden, sondern weiterhin fallen würde. Gut, da ist indessen gerade gut. Fehlende Satzzeichen. Gott, wie viele Text hatten das noch? Also ich empfehle Leuten nicht, sich das in Ruhe durchzulesen. Es ist sehr aufschlussreich. Es ist auch sehr hilfreich, die Bücher zu. Also es gibt ja auch echte Bücher zu kaufen. Beispiel das Buch Addressed, das habe ich auch. Das Buch Kasrina und dann das Buch Gehen, glaube ich, war das letzte. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe nur das erste, ich habe es gelesen, ich fand es ziemlich gut geschrieben und alles. Es wurde auch von, ich glaube, von Rand, also es der von Atreus spielt und von, ich glaube, Andy und Rand haben das, Rand Miller haben das zusammengeschrieben. Ich bin mir gerade nicht, ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber sehr empfehlenswert für Leute, die das interessant finden. Da es auch sehr gut geschrieben ist und. Oh, willst du mich ärgern? Stirb! Okay, ich werde bei bei Riven aggressiv, ist ein bisschen komisch. Das ist also Grund. Aha. Viel Text. Sehr viel Text. Da spielt man das mal 2 Monate nicht und dann vergisst man, dass da so viel Text drin ist. Jetzt kommt die Stelle mit dem 24-seitigen Tagebuch. Nee. Und für Leute, die fragen, ob ich so schnell lesen kann, nee, ich überfliege jetzt schnell noch mal kurz. Jetzt mal was ganz Fieses. Man hat auch das hier bekommen. Dieses Buch. Ne? Das ist das Verbindungsbuch, was man bekommen hat. Und da ich mich kenne. Nein. Genau, ich habe ja da gespeichert. Es wäre auch nicht so, da ich ja doppelt gespeichert. Ich zeige jetzt mal das schlechte Ende von Riven. Viel Spaß. Freitag kommen.
Also man kann dieses Spiel auch verlieren. Was eigentlich ziemlich, ich finde es eigentlich witzig, dass in der Abspann alles kommt. Nein. Das war jetzt der schnellste Weg. Genau, jetzt haben wir die beiden Bücher. Ich bin glücklich. Mein bin ich glücklich. Ich bin so glücklich, dass ich gleich nochmal Besuch bekomme. Sirapo. Ibuko mo buko wisipo. Na vene. Tapo mo revene beno. Nao, Katerine, ne. Wisipo polo, jai sepe jai. Genau, jetzt können wir hier nämlich wieder zurückkehren. Und wir sind wieder da. Ich renne. Jetzt fahren wir noch mal in die falsche Richtung. Naja, und während wir fahren, kann ich hier noch ein bisschen im Vorhinein lesen. Ich muss sagen, dieses alternative Ende, ich bin jetzt gar nicht drauf gekommen, das mal anzuklicken. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant. Ich finde es auch schön, dass sie dann eine extra Sequenz gemacht haben. Nicht so wie Game Over. Wenn man kann theoretisch bei den Myst-Spielen nicht sterben. Nee, warte mal, das stimmt ja gar nicht. Aber das ist, wenn an geeigneter Stelle werde ich darauf auf den Satz eingehen. So, genau. Ja, und das sind wir wieder. Weg. Klick, 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 klick. Falsch. Verklickt. Maus mit hoher Geschwindigkeit und Spiel mit niedriger Geschwindigkeit. Keine gute Kombi. Klicke ich mich da durch. Klick, 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 klick. Was mache ich denn eigentlich? Ich hätte ja auch... es laggt, das jetzt. War das eins dieser befürchteten Lags?
Ja.